Dingens mehr, kein Cockpit, sag ich mal. Kann ich das endlich alles aufhören? Also mache ich jetzt einfach alles. Safe. Ah ne. Hier. Warum kann ich da nur HUD machen? Ist auch scheiße. Medical Room darf ich nicht ausschalten. Hier, das Makaku-Container muss raus. Und der Medical Room. Der muss nämlich anbleiben, damit ich da respawnen kann. So, jetzt haben wir den glänzmöglichen Stromverbrauch. Alles ist aus. Und ich kann jetzt erstmal in Ruhe ganz, ganz viel Uranium farmen. So, dazu werde ich mir jetzt aber ein kleines Mining-Schiff bauen. Und ich brauche, um ein kleines Mining-Schiff zu bauen, brauche ich Small Ship Construction Component. So, jetzt hier einfach kurz schnell. Ach, das mache ich da unten. Hier so. Nur aufs Small Ship. Ja, das ist ein bisschen falsch rum. Kurz drehen. Und zwar hier Page Down. Falsch rum. Hier. Gut, dann baue ich hierfür Large Steel Tube, Motor und Steel Plate. Das dürfte ich alles haben, außer die Large Steel Tube. Die muss ich jetzt herstellen, Control Panel. Assembler on. Production. Large Steel Tube. Kein Eisen mehr? Doch, ich habe noch Eisen. Ah, die die Weiterleitung des Systems funktioniert nicht, dann brauche ich das hier kurz per Hand rein. Warum stellt das nicht her? Ist er doch, er ist doch an. Ja, ist er im Lass an. Strom habe ich noch, oder? Hier. Ja. Also Control Panel, alles. Ah ne, schon wieder. Nur HUD, ich muss hier doch. Erstmal Cargo Container muss raus. So. Jetzt macht er. Aber scheiß doch auf das hier. Weg damit. Die Raffinerie bleibt wieder aus. Weil die verbraucht viel Strom. Und die macht nur hier ganz viel von Kobalt. Das brauche ich nicht. So, ich mache von dem normalen Steel Tube. Weil ich zwei Landebeine bauen werde. Das heißt, ich brauche noch einmal das hier. Das andere habe ich ja schon verbaut. Dann brauche ich zwei Steel Plates. Und zwei Motoren. Gut. Dann kommt das alles hier mit drauf. Wo ist es denn? Da. So, also hier ist hinten, das vorne, gut, passt. Dann mach ich das kurz fertig. Oh, das ist grün. Okay. Das muss ich dann später ändern.
Gut, dann hole ich mir noch Pastiplätz. Okay, dann muss die Reiter halt grün bleiben. So, also die Landing Gear. Wie groß ist denn ein Cockpit, damit das was schön reinpasst? Was ist denn hier? Okay, so wird's genau passen, ne? Drei Flöcke, ja, ich hasse unsymmetrisches Zeug. Okay. Dann mache ich hier drei. Und da außen kommt das zweite Bein hin. Gut, hier. Nein, hier. Da unten dran. Komme ich hier ran? Ja. So ist jetzt aber grau, ne? Ich glaube schon, da muss ich das andere nochmal wegmachen. Ja. Wo ich mache das hier wieder weg. Dann mache ich die grünen. Dann mache ich die andere bei der grünen. Weil das andere sitzt schon fest. Sonst fliegt mir das gleich alles weg. Hier auf der 9. Und zwar in grün. Das grün. Und ich muss kurz aufladen. Das stört mich ein bisschen, dass da keine Nachricht mehr auf dem Bildschirm kommt, wenn man aufladen soll. Naja, muss halt ein bisschen aufmerksamer sein. Gut. 72, 80, 88, 96 und 100. Gut. Dann hier schnell weitermachen. Hab ja alle Teile schon dabei. Der Motor ist drin. Und die Steelplate noch oben drauf. Dann passt alles. So, dann nehme ich auch gleich fest. Okay. So, dann mache ich hier noch. Ach, das gibt's doch nicht. So, wieder auf Grau wechseln. So, und hier oben drauf muss dann das hier. Dafür brauche ich eine Interior Plate. Dann passt das so? Hm. Ne, ich mache das hier. Eins weiter hinter. Obwohl, da kommt da hinten noch was drauf. Dann mache ich das sogar noch eins weiter vor. Jetzt wieder ein bisschen monoton und lässt zusammenschweißen. Aber das gehört eben genauso dazu, ne? Das noch. So, dann werde ich hinten wahrscheinlich einen Fachcontainer draufpacken, vorne zwei Bohrer und dann halt mit dem Fachcontainer noch verbinden. Und dann passt das. So, haben wir schon fast alles. Dann hole ich mir gleich die Interior Plates und baue das Cockpit auf. Und jetzt. So, hier.
dürfte ich ja noch haben. Interior Plates. Ich brauche aber nur 10. Ich weiß, dass ich einfach hätte nur die 2 umändern müssen, aber ist jetzt halt so. So. Gut. Dann gleich die Interior Plates. Ach, ich habe nur 5 gebraucht, okay. Dann Construction Bone in 10 und ein Motor. Construction Bone und ein Motor und 5 Displays. Okay. Ein Motor. Komm. 10 kommt. Construction. Komm. Component und Displays. Sehe ich gleich. Displays brauche ich eh noch. Okay. Ein Display fehlt noch. Den muss ich auch, glaube ich, herstellen. Kurz gucken. Display. Computer Interior Plate. Ja, den muss ich herstellen. Production.